Frage, die auch viele Studenten stellen, ist das Berufsbild des Immobilienverwalters. Also was mache ich da so als Immobilienverwalter? Wie schaut da mein Tagesablauf aus? Wenn Sie wirklich in der Früh schon ins Büro gehen, ja, können Sie unter Umständen das Glück haben, dass Sie bereits, wenn Sie ein Handy haben, noch vor dem Büro die Anrufe der Mieter und Wohnungseigentümer haben, die sich über dies und jenes beschweren. Okay. Überhaupt im Winter ist es ganz lustig, ja, bei mir ist noch nicht Schnee geräumt, ich komme nicht aus der Garage, als ob der Schneedienst an allen Orten zugleich sein könnte. Aber er ist immer der Wichtigste. Das heißt, der Immobilienverwalter kümmert sich um das Wohlergehen von den Mietern. Ja. Oder ein anderes Problem, das dauernd wieder kommt, die Einschaltung der Heizung im Herbst. Die einen schreien, warum schon eingeschalten, das ist so teuer, die Leute sollen sich einen Wärmer aufstellen. Der andere sagt wieder, warum ist noch nicht eingeschalten, ja? Wozu zahle ich Betriebskosten? Also auch hier hat der Verwalter eine Mediatorenrolle, dass er die beiden divergierenden Interessen irgendwie zueinander bringt. Das heißt, man ist telefonisch erreichbar. Kann man das von zu Hause auch machen, den Beruf? Ja, sicher. Es wäre sogar auch für eine Frau, die Kinder hat, unter Umständen teilweise möglich. Und gibt es das im Angestelltenverhältnis oder eher ist man da selbstständig? Wie ist Nein, das? Jeder Makler, der ein bisschen, jeder Verwalter, der ein bisschen eine größere Verwaltung hat, braucht Angestellten. Das kann er allein nicht machen. Ja? Okay. Also wie ein Beispiel, zwei, drei Häuser würde ich vielleicht gehen zu Hause, aber wenn es größer ist, nein, eine größere Anlage, nein. Auch hier geht es primär ein altes Problem. Ich empfehle nur, ein ordentliches Honorar zu verlangen und sich von Provisionen nicht anpotzen zu lassen von diversen Lieferanten. Aber die Leute sind wieder umgekehrt, die schauen lieber aufs Honorar. Wenn das kringer ist, sind sie zufrieden, anstelle, dass sie die Qualität der Verwaltung. Ja, also ist in der Branche das eher üblich, dass man jetzt ein sehr Fixum bekommt pro Monat als Immobilienverwalter oder dass das schon sehr provisionslastig ist? Sollte nicht provisionslastig sein. Sogar eine Straftatbestand ist Untreue, wenn man Provisionen nimmt. Aber es gibt halt immer welche, die glauben, ja, sie müssen aus der Reihe tanzen. Und von der Standesvertretung, wenn man sowas hört, wird ganz beinhart durchgegriffen. Und organisatorisch, man arbeitet ja auch also ein bisschen im Büro, nehme ich an, als Immobilienverwalter, das heißt auch Computerkenntnisse, Schriftverkehr, Büro. Viel im Büro, ja. Es gibt ja die ganz tolle EDV-Programme für die Verwaltung schon. Ja. Die steuerlichen Probleme werden immer stärker, teilweise undurchführbar, haargenau nach dem Buchstaben des Gesetzes zu handeln. Aber Gesetzgeber verstehen das nicht. Ja. Und fährt man auch raus, also in die Wohnungen jetzt, also wenn es irgendwas gibt, also Beschwerden und so, fahre ich raus in die Wohnungen, schaue ich mir das an. Selbstverständlich. Mache ich Fotos und. Oder auch nicht, man hat einen Versicherungsvertreter unter Umständen, die das abnehmen und das Schaden gleich selbst regulieren. Auch das ist möglich. Wenn es deinem Eigentümer nichts kostet, warum soll sich der Verwalter dann engagieren? Ja. Außerdem Schäden sind prinzipiell am Wochenende, wenn der Verwalter nicht da ist. Da ist es gut, einen Notdienst zu haben, irgendeine Firma. Also das funktioniert schon recht gut. Okay. Ja. Am Land ein bisschen schwieriger natürlich, aber in der Stadt überhaupt kein Problem mehr. Und so als Verwalter, von der Persönlichkeit her, gibt es da auch wieder so wie bei den Maklern eher die Extrovertierten und auch die was dann Backoffice im Büro arbeiten, gibt es da auch wieder die eher rausfahren zum Kunden? Selbstverständlich. Und das anschauen und eher die, was dann den Schriftverkehr erledigen? Es gibt Verwalter, bei denen der Kunde was Lästiges ist, und es gibt Verwalter, die so weit gehen, dass sie quasi für alles sich bemühen, sogar wenn es sein muss, einmal um einen Babysitter, wenn jemand weggehen will, auch da habe ich schon Fälle, wo sich Verwalter kümmern. Also die ganze Palette haben sie auch hier.